Bei mir ist Dr. Wolfgang Schreiber, der CEO von Bentley. Herr Schreiber, schönen guten Tag. Ja, die IAA in Frankfurt, natürlich mal wieder auch Bentley ist vertreten. Was ist denn Ihr großes Highlight in diesem Jahr hier auf der IAA? Unser Highlight dieses Jahr ist das Fahrzeug, was wir hier hinter uns sehen. Das ist der Continental GT V8S, also ein zweitüriges Fahrzeug, Cabrio in dem Fall, aber auch das Coupé bieten wir genauso an mit dem gleichen Motor, mit einem V8-Motor in einer S-Applikation. Und zwar ist es letztlich gemacht für die Kunden, die heute einen V8 von uns fahren und die noch mehr wollen. Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, mehr Agilität. Und wir haben schon die ersten sehr, sehr positiven Rückmeldungen bekommen. Ich denke, das Fahrzeug wird sehr gut ankommen. Sie sagen mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit. Was steckt unter der Motorhaube von dem Auto, was wir da sehen? Also das Fahrzeug hat 528 PS, der Motor hat 528 PS, 680 Newtonmeter, bringt dabei bereits 1700 Umdrehungen pro Minute und eine Endgeschwindigkeit von 309 Kilometer pro Stunde ist mit dem Coupé möglich. Und das sind wirklich extrem gute Werte und deswegen denken wir, diese Kombination, die sowieso unsere Kunden in unserer Marke suchen bei Bentley, nämlich auf der einen Seite Luxus, auf der anderen Seite Performance, das wird sehr gut unterstrichen durch dieses Fahrzeug. Das heißt, ein Tempolimit von 310 machen Sie mit, alles andere darunter wahrscheinlich dann nicht. Ja, ganz genau. Wobei unsere Kunden sicherlich sehr bewusst sind und auch die wollen ihren Führerschein nicht verlieren und man muss nicht immer 310 fahren. Man kann auch sehr gut mit unseren Autos cruisen, weil eben auch Luxus drin steckt. Es steckt eine Menge an Feinheiten drin. Das Auto ist akustisch sehr gut, es rollt sehr gut ab. Und insofern kann man mit dem Auto auch Spaß haben, wenn man nicht schnell fährt. Und das machen sehr viele, vor allem eben auch mit dem Cabrio. Jetzt stehen ja in diesem Jahr auf der IAA zwei große Themen im Mittelpunkt. Das ist einmal das E-Auto, die alternativen Antriebe. Auf der anderen Seite ist es die Konnektivität mit Smartphone oder anderen Gegenständen, Apps im Cockpit und so weiter. Inwieweit spielt das für so ein traditionsreiches Haus wie Bentley eine Rolle überhaupt, solche Trends? Also ganz verschließen können wir uns und sollten wir uns diesen Trends nicht. Auf der anderen Seite sind wir weitaus weniger abhängig von Trends wie Großvolumenhersteller. Wir sind eine Luxusmarke, wir haben im letzten Jahr 8500 Autos verkauft weltweit und unsere Kunden haben oft mehr als nur ein Auto. Sie haben meist 4, 5 oder 6 Autos und sie kaufen sich ihre Fahrzeuge zweckbestimmt und deswegen sind wir nicht so stark einem Trend unterlegen. Auf der anderen Seite ist es auch für uns wichtig, immer wieder zu schauen. Wir wollen auch natürlich Mitglied der Gesellschaft sein und bleiben. Und wir werden sicherlich für zukünftige Modelle an dem Thema Elektromobilität arbeiten. Allerdings denken wir, dass die richtige Technik für unsere Kunden, für unsere Fahrzeuge eher Plug-in-Hybrid ist. Das heißt, wir lassen den Verbrennungsmotor im Auto und addieren einen Elektromotor dazu, der dann ermöglicht, 50 Kilometer elektrisch zu fahren. Und man verliert halt nichts, man bekommt noch etwas hinzu. Das ist, glaube ich, für uns der richtige Trend. Jetzt sind wir aber schon bei den Verkäufen. Sie haben angesprochen, 8.500 Fahrzeuge haben Sie weltweit verkauft. Inwieweit wurde diese Absatzkrise, die wir erleben, weltweit, besonders in Europa denn, auch bei der Luxusmarke Bentley, inwieweit war das ein Thema bei Ihnen? Also wir haben Gott sei Dank von dieser Euro-Krise, die einige andere deutlich spüren, wirklich fast nichts gespürt bisher. Das liegt an zwei Dingen. Einerseits verkaufen wir unsere Fahrzeuge weltweit. Das heißt, unser größter Markt ist USA, der zweitgrößte Einzelmarkt ist China. Und dann kommt Europa als dritter großer Einzelmarkt. Das heißt, wir sind überall auf der Welt gut aufgestellt. Und wenn dann eben eine Region wie Europa jetzt ein kleines bisschen schwächelt, merken wir das nicht unmittelbar. Und zweitens ist es so, dass wir eben unsere Fahrzeuge an Kunden verkaufen, die im Allgemeinen sehr wohlhabend sind und deswegen sich nicht unbedingt, also die müssen sich das nicht von den Fingern absparen, wenn sie ein Auto kaufen wollen. Also insofern sind wir da in einer guten Position. Wir sehen auch nach wie vor Wachstum. Wir haben im ersten Halbjahr 9% an Volumen draufgelegt weltweit. Und wir haben am Anfang des Jahres angekündigt, dass wir zweistellig wachsen wollen in diesem Jahr. Und in dem zweiten Halbjahr, jetzt haben wir auch noch unseren neuen Flying Spur, die neue viertürige Limousine, voll zur Verfügung. Und deswegen glaube ich, das ist erreichbar. Wir werden die 10% Wachstum auch dieses Jahr generieren können. Fast ein bisschen britisch-konservativ, die Schätzung. Wollen Sie nicht anheben langsam? Also die Erfahrung lehrt einfach, dass man
niemals hundertprozentig vorhersagen kann, wie sich Märkte entwickeln. Und konservativ zu schätzen, da sozusagen britisch zu verfahren, ist immer das gewesen, was Bentley ausgezeichnet hat. Und das werden wir auch so weiter halten. Wenn denn mehr möglich ist, sind wir die Letzten, die weniger verkaufen werden. Das dachte ich mir. Dankeschön, Dr. Wolfgang Schreiber von Bentley. Bitte sehr.